Wir haben heute einen richtig schönen Tag hier im Berufsbildungswerk Abensberg verbringen dürfen. Das Wetter hat auch gut mitgespielt. Schon zum zweiten Mal dieses Jahr durften wir unsere neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begrüßen, das heißt unsere Mitarbeitereinführungsveranstaltung stattfinden lassen. Diese Veranstaltung liegt uns besonders am Herzen, weil uns unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Herzen liegen. Wir wollen diesen Tag vor allem nutzen, um Menschen, die hier neu zu arbeiten anfangen, die Gelegenheit zu geben, ihre Arbeitgeberin besser kennenzulernen und ihre Kolleginnen besser kennenzulernen. Wir freuen uns, dass diese Veranstaltung so einen großen Anklang findet. Und daran merkt man auch, wie wichtig es ist, dass wir uns von Tag 1 an um die Bindung unserer Mitarbeiter kümmern. Gemeinsam mit unseren neuen Mitarbeiterinnen haben wir ein bisschen gesammelt, was alles die wichtigen Punkte sind, die die Mitarbeiter in ihren ersten Wochen und Monaten bei uns schon sammeln konnten. Man sieht es hier ganz toll in der Übersicht. Es gibt viele, viele Einzelpunkte, die die Mitarbeiter schon für sich mitnehmen konnten. Und wir freuen uns einfach, dass so viele auch bei der heutigen Veranstaltung wieder da waren, um sich zu vernetzen und einfach sich in den Austausch miteinander zu begeben und diese Zeit sinnvoll füreinander zu nutzen. Hi, ich bin die Lisa Diermeier, ich arbeite im Haus des Guten Hirten in Edmundsdorf und ich arbeite dort gern, weil unsere Jugendlichen ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, ihr Leben selbstständig zu gestalten mit einem Bombenteam, das absolut tolle Arbeit macht. Ich bin die Anneliese Tamratz, ich arbeite im Caprini-Zentrum in Offenstetten. Mir gefällt die Arbeit sehr gut, es ist schön mit Menschen zu tun zu haben. Man bekommt sehr viel zurück. Ich würde jedem empfehlen, bei uns zu arbeiten. Wir haben ein Bombenteam und es ist einfach herrlich, sich mit Menschen zu beschäftigen. Hallo, mein Name ist Michael Höpfel. Ich arbeite in der Geschäftsstelle der KJF Regensburg und bin im Controlling tätig. Ich schätze es an der KJF Regensburg, dass sie mir die Möglichkeit gibt, meine Energie und mein Engagement für einen guten Zweck einzusetzen. Und jeder Handgriff fühlt sich wertschöpfend und sinnvoll an.